Jetzt importiere ich das noch ein zweites Mal. Warum? Jupp. Und jetzt schließen sich überall die Felder, die vorher nicht geschlossen waren. Servus, grüßt euch. Heute zeige ich euch, wie ihr von einer Altplan-Version in die nächste eure Oberfläche mit übernehmen könnt. Es ist auch egal, ob ihr jetzt die Action Bar benutzt oder die Palettenkonfiguration, so wie jetzt hier in meinem Layout. Die möchte ich jetzt von der Altplan 23 in die 24 übergeben. Am schnellsten geht es, wenn ihr zum Beispiel irgendwo an einer leeren Leiste einen Rechtsklick macht und dann Benutzeroberfläche anpassen geht. Oder ihr könnt auch hier rangehen, an diese Symbolleiste hier. Hier Benutzeroberfläche anpassen. Oder es geht auch über diese Menüleiste, die hier eingeblendet sein muss. Dann könnt ihr, glaube ich, über Extras Benutzeroberfläche anpassen gehen. Ne? Dann erscheint diese Konfiguration und die könnt ihr genauso wie sie jetzt ist exportieren. Ich gehe hier auf Export und kann die einen Namen geben. Zum Beispiel jetzt einfach YouTube liken, abonnieren. Keine Ahnung, woher der Text kommt. Diese Datei könnt ihr natürlich jetzt auf euren Local Drive oder auf euren Workgroup exportieren oder natürlich auch auf jeden anderen Pfad. Ich nehme jetzt einfach mal hier Dokumente, exportiere das Ganze und schließe. Jetzt muss ich natürlich Altplan 23 schließen und Altplan 24 starten. Ich hoffe, das geht ein bisschen schnell. Deswegen gibt es jetzt noch eine kurze Werbung. Bis Altplan 24 gestartet ist. Das Update machen wir danach. Es gibt momentan ein Seminar über CS Concept zu erreichen oder über Altplan. Da geht es um Beschriftungen, Legenden und Attribute, das ich selber halte. Am 18.03. ist der erste Termin. Ihr könnt euch jetzt noch anmelden dafür. Es sind noch ein paar Plätze frei. Und ja, also am besten in der Beschreibung mal schauen, wie ihr euch da anmelden könnt. So, jetzt sind wir auf jeden Fall in der 24er. Ihr seht, hier habe ich die Action Bar aktiv. Und jetzt möchte ich die andere Palettenkonfiguration, gehe ich hier einmal drauf, Menüleiste, Benutzeroberfläche anpassen, importiere mir das Ganze, gehe hier auf meine Dokumente, habe hier YouTube, liken, abonnieren, Doppelklick, möchte ich die Shortcuts mit übernehmen, ja oder nein, Oberflächen, ja oder nein, ich sage jetzt bei allem ja und ihr seht, jetzt habe ich in der 24er dieselbe Oberfläche. Jetzt importiere ich das noch ein zweites Mal, warum? Jupp. Und jetzt schließen sich überall die Felder, die vorher nicht geschlossen waren. Also einfach zweimal importieren und schon habt ihr die ganze Konfiguration in eurer anderen Altplan-Version. Liken nicht vergessen, jetzt kommt die Endcard. Nächstes Video anschauen, das ist bestimmt sehr informativ für euch. Servus, euer Peter.